Sehr geehrte Zuschauer und sehr geehrte Zuschauerinnen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei World of Tanks und einem Replay, diesmal gespielt mit dem LTTB von Nikki 1000. Lakeville ist die Karte und ja, da bin ich selber sehr gespannt, weil diese Karte kann Scout Fluch und Scout Segen zugleich sein. Manchmal kriegt man brutale Runden, denn es macht wahnsinnig viel Spaß, manchmal wird man unglaublich schnell rausgenommen. Auf jeden Fall ist ein 10er-Gefecht mit einem 7er-Scout als andere als richtig toll. Und jetzt fahrt er seinem Zugpartner erstmal hier in die Karre. Ich denke aber mal, das war eher unbeabsichtigt. Und hier, sein Zugpartner macht hier gleich die Badget auf und er selber geht jetzt hier auf den EN-100. Auch wenn er seitlich zu ihm ist, ist das erstmal ein Trumpf, das er erstmal knacken muss. Sieht man jetzt mehrmals, weil er hat nur 170 Durchschlag. Ansonsten vielleicht, ja, sein Zugpartner ist raus, jetzt der Ruhl. Sollte aber treffbar sein und macht hier den Schaden. Premium, muss ich selber, sagt mir jetzt gerade gar nicht. Oh, sag's mir schon, 216, endlich. Also vielleicht dann da eher Premium auf die Seite vom EN-100. Aber, wie gesagt, der Walker Bulldog, da hat man gesehen, Fluch und Segen, also Fluch für den Walker, weil der hat hier eine kurze Runde gehabt. Jetzt kann er selber, kann hier gut aber auf den Ruh schießen. Er selber geht auch dabei nicht auf. Sehr wichtig natürlich. Dadurch schon die ersten 540 Schaden. In der Mitte ist sehr viel los. Er hat noch hier einen Clanmate mit dem Löwen hinter sich, der ihn da noch ein bisschen supporten kann. Aber der Ruh stellt sich hier eher unglücklich an. Also immer wieder rausfahren und sich eine Schelle holen, das ist natürlich nicht gewinnbringend. Der Gegner drückt jetzt auf der 1-2er-Linie da schon ordentlich durch. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Nett, dass die da mal dementsprechend eine auf die Backen da bekommen von hinten. Aber man sieht, der Ruh stellt sich nicht so toll an. Der lässt sich hier schön langsam aber sicher runterhitten. Jetzt fährt der Jagdtiger da oben sogar, auf den könnte er gehen. Ja, zieht er ihn. Oh, der Jagdtiger, der steht ja frei. Heide Witzka. Das ist ja, also für ihn ein doofes Ziel, weil er muss hier unten auf 440 Meter auf die untere Platte drauf kommen. Ja, der ist schöner. Der T-37. Aber, oh, jetzt ist der 1375 raus. So, T-37 kriegt den nächsten. Also er macht das hier ganz schön. Und der Ruh kommt dann schon wieder. Und kriegt die nächste Schelle. Also der Ruh hat jetzt allein schon 1100 Schaden hier von ihm allein bekommen. Der muss doch langsam mal sich denken, Mist, da komme ich einfach auf diesen Spot nicht so zurecht. Das gibt's ja nicht, dass der da so beratungsresistent ist. Naja, gut. Jetzt wird auf jeden Fall mal der T-37 wurde rausgenommen von den beiden. Jagdtiger steht da frei. Da kommt er jetzt, war ein guter Schuss. Aber da ist schon die Schusshäufigkeit bzw. die Fläche nicht so groß, aber final haben sie ihn rausgenommen. Und das ist der Ruh wieder. Also den Ruh soll er echt rausnehmen. Der hat es ja nicht anders verdient. Jetzt wird er gekettet. Komm schon. Nachjustieren und mach ihn weg. Nein! Nochmal, komm. Ja, und endlich. Endlich ist er raus. Weil das kann ja nicht sein, dass das nicht bestraft wird. Und sehr schön den T-54 auch rausgenommen. Also sie machen hier einen guten Job, die beiden. Und man darf auch eins nicht vergessen, also am Ende werden wir auch den Schaden durch Spielerunterstützung sehen. Und der ist auch immens hoch, also da sieht man, was ein guter Scout hier ausmachen kann. Sowohl vom Schaden als auch von der Spielerunterstützung und vom Scouten natürlich selber. So, und jetzt fahr davor. Und er kommt auch wahnsinnig schnell in Tritt. Also auch das ist toll an dem Panzer. Jetzt lebt lediglich die Badget, die drei Artis und der 1375. Und wie gesagt, ich finde diese Beschleunigung und diese Wendigkeit von dem LTDB sehr nice. Also er ist auch wirklich sehr beliebt in der Community. Da kriegt er jetzt noch nichts auf. Und da hat er jetzt die Artis.
Ah, prallt hier eine Arti ab. Bitter, bitter. Muss er aufpassen, weil die Artis schießen jetzt in seine Richtung. Aber, oh, da fallen sie nacheinander. Arti auch weg. Jetzt noch der 1375 noch am Leben. Aber auch der sollte gleich Geschichte sein. Und dann hat er wirklich eine tolle Leistung gebracht. Das muss man ganz klar anerkennen. Weil da muss man erstmal hinkommen. In so schneller Zeit den Schaden gut zu platzieren. Und oh, da ist der 1375. So, jetzt fahrt er runter. Auto aim drin. Er schießt daneben. Und da ist er tot. Da wurde er praktisch hier schön rausgenommen. Ein schönes Standbild, muss man sagen. Das lassen wir doch so. Ja, dann finde ich, hat mir das sehr gut gefallen. Eine wirklich tolle Spielweise. Da hat er ordentlich performt mit 3300 Unterstützung und 2469 gemachten Schaden. Das muss man erstmal hinbekommen. Und hier sein letzter Gegner, dem ist es so ergangen wie allen anderen davor. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.